Der glückliche Löwe. Es gab einmal einen sehr glücklichen Löwen. Er wohnte nicht in Afrika, wo es heiß und gefährlich ist, weil dort die Jäger mit ihren Gewehren lauern. Er war in einem freundlichen Städtchen daheim. Das hatte braune Ziegeldächer und graue Fensterläden. Mitten in einem Park, wo es Blumenbeete und ein Musikpavillon gab, besaß der glückliche Löwe ein Haus für sich ganz allein. Dazu einen großen Felsengarten mit einem Wassergraben drumherum. Das kann man hier gut sehen. Da ist das Löwenhaus. Frühmorgens blieb Franz auf seinem Weg zur Schule stehen. Er war des Wärters Sohn und er sagte: "Guten Morgen, glücklicher Löwe." Nachmittags blieb der Herr Lehrer Dupont auf dem Heimweg stehen und sagte: "Guten Tag, glücklicher Löwe." Abends verließ Madame Pinson, die immer strickte, ihre Bank am Musikpavillon und jedes Mal sagte sie: "Auf Wiedersehen, glücklicher Löwe." Sonntags im Sommer marschierte die Musikpapelle in den Pavillon und spielte Walzer und Polka. Und der glückliche Löwe schloss die Augen und hörte zu. Er liebte Musik. Jedermann war sein Freund und sagte ihm guten Tag und brachte ihm Fleisch und andere Leckerbissen mit. Er war ein glücklicher Löwe. Eines Morgens bemerkte der glückliche Löwe, dass der Wärter vergessen hatte, die Tür seines Löwenhauses zu schließen. "Hm", sagte er, "das gefällt mir nicht. Da könnte jeder hereinkommen." Dann fiel ihm etwas ein. Er sagte: "Auch gut, vielleicht sollte ich selbst spazieren gehen und meine Freunde in der Stadt besuchen. Es wird lustig sein, ihnen auch einmal einen Besuch abzustatten." Also spazierte der glückliche Löwe in den Park hinaus und sagte zu den fleißigen Spatzen: "Guten Morgen, meine Freunde." "Guten Morgen, glücklicher Löwe", antworteten die fleißigen Spatzen. Und er sagte zu den munteren Eichhörnchen: "Guten Morgen, mein Freund." "Guten Morgen, glücklicher Löwe", sagte das Eichhörnchen. Aber es sah ihn kaum an. Es saß auf seinem Schwanz und biss in eine Nuss. Hier kann man das Eichhörnchen sehen und hier die Vögel, die der Löwe begrüßt hat. Dann ging der glückliche Löwe in die Pflastersteinstraße, wo er gerade am Eck mit Herrn Dupont zusammentraf. Er sagte: "Guten Morgen" und nickte höflich, wie Löwen es tun. "Huh", antwortete Herr Dupont und fiel ohnmächtig auf den Gehsteig. "Da, eine komische Art, guten Morgen zu sagen", sagte der glückliche Löwe und er tappte auf seinen großen weichen Pfoten die Straße entlang. "Guten Morgen, meine Damen", sagte der glückliche Löwe, als er die drei Frauen begegnete, die er vom Tierpark her kannte. "Juhu", schrien die drei Damen und rannten fort, als ob ein Menschenfresser hinter ihnen her wäre. "Merkwürdig", sagte der glückliche Löwe. "Warum machen die das bloß? Im Tierpark sind sie doch immer so höflich." Hier sieht man, wie die Angst haben und wegrennen. "Guten Morgen, Madame." Der glückliche Löwe nickte noch einmal, als er unverhofft auf Madame Pinson beim Krämerladen traf. "Oh la la", schrie Madame Pinson und warf ihre Einkaufstasche mitsamt dem Gemüse dem Löwen ins Gesicht. "Hatschi", nieste der Löwe. "Ich merke schon, die Leute in dieser Stadt sind verrückt geworden." Auf einmal hörte der Löwe die fröhlichen Klänge einer Marschmusik. Er ging um die nächste Ecke. Da kam die Stadtkapelle die Straße herabmarschiert und rechts und links marschierten die Leute mit. Ratatatum, ratatata, ratatatum, ratatabum. Bevor der Löwe nicken und guten Tag sagen konnte, gab es statt Musik Geschrei und Gekreisch. Was für ein Tümmel! Trompeter, Trommler und Zuschauer purzelten durcheinander. So schnell rannten sie in Hauseingänge und Cafés. Bald war die Straße leer und still. Hier sieht man, wie alle wieder vor dem Löwen davonrennen.
Der Löwe setzte sich hin und dachte nach. Mir kommt vor, sagte er, so benehmen sich die Leute, wenn sie nicht im Tierpark sind. Dann stand er auf und schlenderte weiter. Er suchte einen Freund, der nicht in Ohnmacht fallen oder schreien oder fortlaufen würde. Aber er sah nur aufgeregte Leute, die aus den höchsten Fenstern und vom Balkon herunter auf ihn deuteten. Da stehen alle Leute auf dem Balkon und gucken den Löwen an. Ist ja auch nicht so normal auf einer Straße, ne? Was war denn das für ein neuer Lärm? Das ging tut, 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 tut und es wurde lauter und immer lauter. Mag sein, das ist der Wind, sagte der Löwe, wenn es nicht die Affen vom Tierpark sind, die miteinander einen Spaziergang machen. Mit einem Mal brauste ein großer roter Feuerwehrwagen aus einer Seitenstraße und hielt nicht weit, nein, gar nicht weit von dem Löwen. Dann kam von der anderen Seite ein Möbelwagen rückwärts angefahren mit sperrangelweit offenen Türen. Der Löwe setzte sich seelenruhig, denn er wollte nicht verpassen, was jetzt geschehen würde. Die Feuerwehrmänner kletterten von dem Feuerwehrwagen und gingen ganz, ganz langsam auf den Löwen zu und zogen einen dicken Schlauch hinter sich her. Ganz langsam, hier sieht man sie, kamen sie näher und näher. Und der Schlauch kroch wie eine lange Schlange, länger und länger. Plötzlich rief jemand hinter dem Löwen: Guten Tag, glücklicher Löwe. Das war Franz, der gerade aus der Schule kam. Er hatte den Löwen gesehen und war zu ihm gelaufen. Der glückliche Löwe war so überglücklich, einen Freund bei sich zu haben, der nicht fortrannte, sondern guten Tag sagte, dass er die Feuerwehrmänner ganz vergaß. Und er bekam nie heraus, was sie vorgehabt hätten, denn Franz legte seine Hand auf die mächtige Löwenmähne und sagte, wollen wir miteinander in den Park zurückgehen? Ja, das wollen wir, sagte der glückliche Löwe ganz zufrieden. Also gingen Franz und der glückliche Löwe zurück in den Park. Die Feuerwehrmänner fuhren im Feuerwehrwagen hintendrein und endlich riefen die Leute aus den Fenstern und vom Balkon herunter: Guten Tag, glücklicher Löwe! Von da an bekam der glückliche Löwe die besten Leckerbissen der ganzen Stadt. Aber wenn er seine Tür öffnete, wollte er keinen Spaziergang und keine Besuche mehr machen. Er saß lieber in seinem Felsengarten, wenn an der anderen Seite des Wassergrabens Herr Dupont, Madame Pinson und alle seine alten Freunde standen und wie höfliche und vernünftige Leute Guten Tag, glücklicher Löwe sagten. Aber am glücklichsten war er, wenn er Franz kommen sah, der an jedem Nachmittag, sobald die Schule aus war, durch den Park spazierte. Dann wedelte der Löwe vor Freude mit dem Schwanz, denn Franz war und blieb sein bester Freund. Der glückliche Löwe war nicht mehr glücklich, das merkte jeder, aber niemand wusste warum. Er saß da, er wollte nichts fressen, er sah die ganze Zeit traurig zum Himmel empor und seufzte. Er schaute traurig drein, selbst wenn er Kinder reiten ließ, und das tat er sonst so gern. Wenn sein Freund Franz ihn besuchte, blinzelte er nicht mehr vergnügt wie früher. Schließlich rief man den Doktor. Aber der sagte bloß, ein gesunder junger Bursche, dem fehlt gar nichts. Und er tätschelte ihm den dicken Kopf und ging. Doch der glückliche Löwe blieb so unglücklich wie vorher. Da sieht man, dass er seinen Kopf ganz doll nach unten hat. Das haben die immer, wenn die unglücklich sind. Ach, seufzte der glückliche Löwe, jeden Tag sehe ich Leute und Tiere, aber sie sind nie allein, niemals. Das Kamel in seinem Garten dort drüben reibt seinen Kopf an den Kopf von Frau Kamel. Es ist nicht allein.
Das Nilpferd planscht im Wasser mit Frau Nilpferd und mit kleinen Nilpferdchen. Es ist nicht allein. Der Bär macht zum Spaß einen Ringkampf mit Frau Bär. Er ist nicht allein. Das Zebra ruht sich auf den Nacken von Frau Zebra aus. Es ist nicht allein. Die Herren aus der Stadt besuchen mich mit ihren Familien. Sie sind nicht allein. Selbst die winzige Maus sammelt die Brosamen gemeinsam mit Frau Maus. Sie ist auch nicht allein. Warum bin ich in meinem Haus allein? Der glückliche Löwe war nicht mehr glücklich. Das merkte jeder. Und hier sieht man auch einen ganz traurigen Löwe. Eines Tages kam ein Zirkus und stellte sein Zelt nahe beim Tierpark auf. Es war aber nicht der Zirkus des Herrn Flambeau, es war ein anderer. Franz ging mit den glücklichen Löwen hin, um die Seiltänzer zu sehen, den Bären, der Radfahren konnte und die wilden Tiere, die auf Stühlen saßen und brüllten. Aber der glückliche Löwe wollte keines dieser Wunder sehen. Er blieb vor einem roten, goldverzierten Käfig sitzen. Und da saß er den ganzen Nachmittag. Hier sieht man den Käfig und wie der Löwe da den ganzen Nachmittag sitzt. Warum denn? Weil in dem rot-goldenen Käfig die schönste Löwin der Welt lag. Sie hielt die Pfoten wie ein Kätzchen und sie hatte sanfte grüne, schläfrige Augen und ein hellgelbes Fell. Sie war wunderschön. Sie war eine richtige Löwenprinzessin. Als die schöne Löwin den glücklichen Löwen sah, schloss sie ihre Augen bis auf einen schmalen Schlitz, durch den sie ihn anschauen konnte. Da schaute der glückliche Löwe die schöne Löwin an und die schöne Löwin schaute den glücklichen Löwen an. Hier sehen wir die schöne Löwin. Als Franz aus dem Zirkus kam, schaute die schöne Löwin noch immer den glücklichen Löwen an. Und der glückliche Löwe schaute noch immer die schöne Löwin an. Franz konnte den glücklichen Löwen nicht zum Aufstehen und Heimgehen bringen. Er rief ihn, er zog ihn, er stieß ihn. Da sieht man, wie Franz versucht, ihn mit nach Hause zu nehmen. Aber der Löwe will einfach nicht. Der glückliche Löwe rührte sich nicht. Endlich stand er auf und ging. Er seufzte viele Male, aber Franz hätte nicht sagen können, ob das glückliche oder unglückliche Seufzer waren. Am nächsten Tag gingen Franz und der glückliche Löwe wieder zum Zirkus. Und während Franz die Vorstellung anschaute, schaute der glückliche Löwe die schöne Löwin an. Aber niemand hörte, was er zu ihr sagte. Da sieht man, wie die beiden sich ganz nett angucken. Als es Nacht wurde, seufzte der glückliche Löwe nicht mehr. Und als der Mond munter den Himmel stieg, schlüpfte er aus seinem Haus, denn er wusste allmählich, wie man Türen öffnet. Und er schlich durch den dunklen Park bis zu dem Zirkuszelt, wo die roten Wagen standen. Hier sieht man, dass er sich ganz leise durch den Wald schleicht. Die Eule, die hat ganz doll Angst. Bestimmt wartete die schöne Löwin auf ihn, denn als er die Tür ihres Käfigs öffnete, sprang sie heraus und ging mit ihm. Miteinander spazierten sie ganz leise durch den Park, damit die schwatzhaften Vögel und der Käfig voller Affen nicht erwachten. Dann führte der glückliche Löwe die schöne Löwin in sein Haus und versteckte sich hinter der Höhle. Hier gehen sie beide an das Löwenhaus vom glücklichen Löwen. Als der Herr Zirkusdirektor Trapez entdeckte, dass seine schöne Löwin fortgelaufen war, raufte er verzweifelt seine roten Haare und rief den Herrn Bürgermeister und die Polizei herbei. Und jeder, der nichts Besseres zu tun hatte, lief mit, um die schöne Löwin fangen zu helfen. Alle suchten überall, wo eine schöne Löwin versteckt sein könnte. In den Wäldern, unter alten Stiegen, hier sieht man ganz viele Menschen, die alle nach der schönen Löwin suchten. Und sie einfach nicht finden.
in Kellern und dunklen Gässchen, hinter Holzhaufen und selbst unter Betten. Aber nirgends war eine schöne Löwin, sie suchten sogar im Vogelkäfig. Hier sieht man einen Vogelkäfig mit ganz vielen Vögeln, aber die schöne Löwin war nicht da. Im Elefantengehege, beim Nilpferd und warum auch nicht, im Haus des glücklichen Löwen. Was fanden sie denn im Löwenhaus? Sie fanden den glücklichen Löwen. Er saß vor seiner Höhle, so friedlich und so unschuldig, als ob er von nichts wüsste. Hier sieht man ihn sitzen, den glücklichen Löwen. Sieht auch wieder ganz glücklich aus. Keine schöne Löwin hier, sagte Herr Bürgermeister. Keine schöne Löwin, sagte Herr Trapez. Keine schöne Löwin, sagten alle, die dabei standen. Sie wollten gerade die Jagd aufgeben, als ein kleines Mädchen rief, schau, Mama, der glückliche Löwe hat 2 Schweife. Und richtig, er hatte 2. Er saß vor seiner Höhle und hatte rechts einen buschigen, struppigen Schweif, wie man hier sieht, und links einen glatten Schweif, der zierlich den Boden fegte. Meine schöne Löwin, schrie Herr Trapez. Da war es heraus. Der glatte Schweif gehörte der Löwin, die versteckt hinter dem glücklichen Löwen lag. Jetzt kommt sie hervor. Und der glückliche Löwe hat seinen Mund ganz weit auf. Herr Trapez rannte zur Tür des Löwenhauses, um seine Löwen zu holen, aber er blieb stehen, weil der glückliche Löwe so schrecklich laut und lang brüllte, wie er noch nie in seinem Leben gebrüllt hatte. Deswegen ist auch sein Maul so weit auf. Das Löwenhaus zitterte, der alte Baum im Garten zitterte. Herr Trapez zitterte und sah den Bürgermeister an, der staunend die Polizei anblickte. Bitte, bitte, Herr Trapez, rief Franz, nehmen Sie ihm die schöne Löwin nicht weg. Ich weiß, warum der glückliche Löwe unglücklich war. Er war einsam. Meine schöne Löwin hier lassen, schrie Herr Trapez. Meine Löwin, die durch Feuerreifen springen kann? Niemals. Franz sagte, der glückliche Löwe wird sie nicht fortlassen. Da schauten Herr Trapez und der Bürgermeister und die Polizisten einander nochmal an. Sie waren verdattert, das heißt, sie wussten nicht, was sie tun sollten. Der Herr Bürgermeister sagte, jetzt hilft nur eine Sitzung. Und er nahm Herrn Trapez zum Rathaus mit. Die anderen gingen alle heim und Franz war sehr vergnügt, weil der glückliche Löwe so laut brüllen konnte. Als der Herr Bürgermeister die Sitzung eröffnete, sagte er, meine Herren, da unser geliebter glücklicher Löwe nur mit der schönen Löwin wieder glücklich ist, schlage ich vor, dass die schöne Löwin bei ihm bleibt und dass wir Herrn Trapez bezahlen, was er braucht, um eine andere Löwin zu kaufen, die durch Feuerreifen springen kann. Ich danke Ihnen, meine Herren. Also bekam Herr Trapez das Geld und ging, um sich nach einer anderen Löwin umzuschauen. Und der glückliche Löwe teilte seinen Garten mit der schönsten Löwin der Welt. Hier sieht man sie alle zusammen mit dem kleinen Franz. Nie mehr seufzte er oder sah traurig zum Himmel, wenn Franz ihn besuchte, und die schöne Löwin war auch mit Franz gut Freund geworden. Da hatte Franz 2 Freunde. Das glückliche Löwenkind. Es gab einmal einen glücklichen Löwen, der in dem Tierpark eines freundlichen Städtchens daheim war. Dann gab es 2 glückliche Löwen und das war besser als einer, denn zu zweit ist es viel schöner als allein. Hier sieht man die beiden Löwen zusammen. Dann gab es eines Tages 3 glückliche Löwen. Und das war besser als 2, denn der dritte glückliche Löwe war so ein süßes und verspieltes Löwenbaby, dass alle Kinder ihn bewunderten. Hier sieht man das Löwenbaby im Mund von der schönen Löwin. Oh Mama, riefen sie, wie hübsch der kleine Löwe ist. Aber Franz, des Wärters Sohn, war der glücklichste von allen,
Das Löwenkind wurde nach ihm benannt, weil er der beste Freund der Löwen war. Da sieht man den kleinen Franz mit dem Babylöwen in der Hand. Trotzdem runzelte der glückliche Löwe zum ersten Male in seinem Leben die Stirn. Er machte sich Gedanken, weil er ein gedankenvoller Vater war. »Ich möchte wohl wissen«, sagte er zu der Löwin. »Ich möchte wissen, du nicht auch, was wir unser Fränzchen lernen lassen sollten, damit er glücklich bleibt, wenn er größer wird.« »Er kann ein Schoßkind werden, er ist so herzig«, antwortete die Löwin. »Für ein Schoßkind ist das die Hauptsache.« »Warum soll er kein Zirkuslöwe werden? Er ist so klug und so stark«, sagte der glückliche Löwe. »Warum kein Zoolöwe wie wir? Er ist so lieb und sieht gut aus.« »Ach«, seufzte der glückliche Löwe, »mir scheint, es gibt keine anderen Berufe der Löwen. Oder gibt's welche? Bis jetzt sah ich noch keinen Löwen als Polizisten. Auch kein Löwenfeuerwehrmann. Ich glaube, das haben wir alle noch nicht gesehen. Hier sieht man sie. Und kein Löwen als Schullehrer. Ich glaube, auch da würden wir uns alle erschrecken. Meiner Meinung nach, sagte der glückliche Löwe, ist dies eine verkehrte Welt. Wenn ich bloß daran denke, was ein kluger Löwe alles tun könnte. Während der glückliche Löwe noch immer darüber nachdachte, kam eines Tages eine reiche Dame in den Tierpark. Sie trug einen prächtigen Pelz und goldene Halsketten. Sie sah Fränzchen und rief sofort, »Was für ein herziger kleiner Löwe! Kann ich ihn als Schoßkind kriegen? Den hätte ich gern!« Der glückliche Löwe und die Löwin weinten ein bisschen, als die Dame Fränzchen mitnahm. Da sieht man es, dass die sie einfach mitnehmen. Das ist auch traurig, ne? Aber schließlich war es ja Zeit für ihn, etwas zu lernen. So wurde Fränzchen ein Schoßlöwe. Hier sieht man Fränzchen Gassi gehen wie einen kleinen Hund. Die reiche Dame wohnte in einem prachtvollen Haus mit seidenen Vorhängen an jedem Fenster und mit dicken Teppichen, auf denen Fränzchens Pfoten lautlos trotteten. Sie kaufte ihm ein rotes Halsband und einen Mantel, damit er es schön warm hatte, wenn sie nachmittags mit ihm spazieren ging. Jeden Morgen frühstückte die Dame im Bett, während Fränzchen wie eine Katze an der Spitzendecke knabberte und mit der Steppdecke spielte. Hier sieht man, wie die alte Dame frühstückt im Bett und Fränzchen spielt rum mit der Decke und dem roten Halsband mit der Schleife. Mein Kleiner, sagte die Dame, du bist der süßeste Schoßlöwe, und sie küsste ihn auf seine schwarze Nase. Es war ein vergnügtes Leben und Fränzchen war ganz zufrieden damit. Er wurde rund und fett und so groß, dass er bald allein auf das Bett der Dame hüpfen konnte. Da sieht man, wie groß er geworden ist. Er wurde größer und noch größer und noch größer und alles ging gut, bis er eines Morgens mit einem Satz auf die Steppdecke sprang. Da gab es einen Krach und das Brett brach in zwei. Hier sieht man, wie das Bett kaputt geht. Was machst du nur für schreckliche Sachen, mein kleiner Löwe? Du bist auf einmal grob, rief die Dame. Wie traurig, dass ein Schoßlöwe kein Baby bleiben kann. Mein süßes Fränzchen, sagte sie und weinte ein bisschen. So kann ich dich nicht als Schoßlöwe behalten. Ich muss dich meinem Freund Herrn Tambour geben. Er besitzt einen Zirkus und er wird dich auch gern haben. Obendrein wird er dir wunderbare Kunststücke beibringen. Und so wurde Fränzchen ein Zirkuslöwe. Zuerst dachte Fränzchen eigentlich, sieht es im Zirkus so aus wie im Tierpark. Da gab es zwei knurrende Tiger, zwei Bären, zwei Elefanten, zwei Seehunde. Aber im Zoo brauchten die Tiere keine Kunststücke zu lernen. Im Zirkus müssten sie das, und das ist der große Unterschied. Die Tiger brüllten auf einem Hocker, auf den sie sitzen mussten. Hier sieht man die beiden Tiger brüllend, die Maule so weit auf. Die Bären radelten im Kreis herum, die Elefanten tanzten und die Seehunde bliesen Trompete, wie man hier sieht. Freund,
sagte Herr Tambour zu Fränzchen, du wirst durch einen Feuerreifen springen und du musst lernen, schrecklich zu brüllen und mit deinem Schweif fürchterlich auf den Boden zu schlagen. So musst du dich benehmen, denn du bist immerhin der König der Tiere. Die Leute erwarten, dass sie Gänsehaut kriegen, wenn sie in den Zirkus kommen. Gleich begann der Unterricht. Herr Tambour ging auf und ab und brüllte, wie ein Löwe brüllt. Da sieht man Herr Tambour ganz laut brüllen, weil auch der Mund ganz weit aufgeht. Mit den Armen zeigte er, wie ein böser Löwe mit dem Schweif schlägt. Schau her, Fränzchen, rief er, rechts und links, rauf und runter. Da versuchte er das gerade mit den Armen nachzumachen, was Fränzchen dann mit seinem Schweif machen soll. Gar nicht so leicht. So sieht es was gleich. Die Leute müssen denken, du würdest mir nichts, dir nichts auffressen. Und Fränzchen sieht ganz ängstlich aus, ne? So ging es Tag für Tag und Herr Tambour sah immer wilder aus und sein Brüllen wurde immer schrecklicher. Aber Fränzchen verstand das alles nicht. Warum soll ich so fürchterlich aussehen, wunderte er sich. Ich will Herrn Tambour ja gar nicht auffressen. Nach vielen Unterrichtsstunden gab Herr Tambour es auf. Er musste es aufgeben, denn er hatte durch das viele Brüllen seine Stimme verloren. Macht nichts, flüsterte er. Du bist der süßeste König der wilden Tiere, den ich je sah. Aber danach fragt im Zirkus niemand. Nun wollen wir das Kunststück mit dem Flammenreifen probieren. Fränzchen spielte zwar gern mit Reifen, aber nicht mit Flammenreifen. Sie kamen ihm einfach dumm vor. Wenn etwas brannte, kamen gleich die Feuerwehrmänner und löschten. So gehörte sich das. Mit Flammenreifen wollte Fränzchen nichts zu tun haben. Kann man auch verstehen, ne? Weil eine Flamme ja sehr gefährlich ist. Auch für Fränzchen. Zu guter Letzt sagte Herr Tambour, Freundchen, du wirst nie ein guter Zirkuslöwe werden. Es wird das Beste sein, du gehst in den Tierpark zurück. Das meine ich auch, dachte Fränzchen. Ich will nicht schuld sein, wenn die Leute eine Gänsehaut kriegen. Ich habe die Leute gern. So gab Herr Tambour Fränzchen wieder dem Tierpark zurück. Der glückliche Löwe und die Löwin waren so glücklich, Fränzchen wiederzuhaben, dass sie kein bisschen schimpften, weil Fränzchen kein Schoßlöwe und kein Zirkuslöwe geworden war. Aber Franz stand dabei und wusste schon, dass es was anderes für Fränzchen zu tun gab. Hier sieht man Franz und Herr Tambour und alle drei Löwen wieder ganz glücklich vereint. Wer je in einem Zoo war, weiß, dass es dort lebhaft zugeht. Da gibt es Kinder, die auf den Zebra reiten dürfen und die Eltern passen auf sie auf. Kindermädchen schieben Kinderwagen, Soldaten, Polizisten und Leute, die sich gern haben, gehen spazieren. Und die Tiere sind in ihren Gärten und Häusern. Schon als er ein kleiner Löwe war, hatte Fränzchen besonders gern den anderen Franz beobachtet. Dieser Franz, des Wärters Sohn, war Gärtnergehilfe geworden und sah sehr zufrieden aus. Wenn er pflanzte und Blumen goss und mit einem Rechen die Wege sauber machte. Deshalb beschloss Fränzchen, er wollte auch Gärtner werden, mitten unter prachtvollen und duftenden Blumen. So machte sich Fränzchen, der Löwe, daran, Franz dem Gärtner zu helfen. Er schob den mit Blumentöpfen und Blumen voll beladenen Karren wie nichts. War eine Grube für einen Baum zum Graben? Niemand konnte das besser als er. Und hier sieht man Fränzchen mit seinem Blumentopf. Sieht schon lustig aus. Blumen gießen? Für Fränzchen war das ein Spaß. Blätter zusammenrechen, die Blumen gegen Blattläuse spitzen. Gerade die richtige Arbeit für einen Löwen. Hier sieht man, dass Fränzchen das alles genauso gut kann wie Franz der Gärtner. In kürzester Zeit wurde Fränzchen der Löwe ein Gärtner, der die Blumen so prachtvoll zum Blühen brachte, dass der Herr Bürgermeister beschloss, man brauche hier im Park zwei Gärtnerhilfe. So wurde Fränzchen sogar ein städtischer Gärtner. Jetzt waren der glückliche Löwe und die Löwin sehr zufrieden mit ihrem Sohn. Sie schauten Franz und Fränzchen zu, wie sie als gute Freunde den Park so schön herrichteten, wie er noch nie vorher war. Hast du schon einmal einen Löwe gesehen, der ein Gärtner war? Sagte der glückliche Löwe. Ich habe ja immer gesagt, es gibt noch Berufe für kluge Löwen.
Das war's. Jetzt sind alle Löwen zufrieden und glücklich.